1984 flogen die ersten Spieler im Ur-Elite Dangerous mit ihrer Cobra Mark III durch die Weiten des Alls. 30 Jahre später versucht David Braben erneut, Spiele in den Weltraum zu ködern und punktet dann mit pixeliger Vektorgrafik mit voller VR-Unterstützung. Wir spielen Elite seit der Beta und wollen euch den ersten Eindruck vom Spiel verschaffen. Elite Dangerous erschlägt uns mit seinen Einstellungsmöglichkeiten. Jeder einzelne Knopf, jede einzelne Funktion des Raumschiffs lässt sich zuweisen und auf unsere Bedürfnisse anpassen. Die Grafikeinstellungen lassen keine Wünsche offen. Für einige mag die schiere Masse an Möglichkeiten beim ersten Mal zu viel sein. Allerdings sind diese Möglichkeiten für eine komplexe Weltraumsimulation unbedingt nötig. Es reicht jedoch meistens aus, sich auf die vorgefertigten Einstellungen zu verlassen, welche auch bei genutzten Flightsticks meist die passendste Einstellung wählen. Für dieses breite Angebot vergeben wir 2 Punkte. Ein Wermutstropfen bleibt. Die Menüs sind ob der geringen Auflösung der Oculus und der grellen Farben schwer lesbar. Zwar kann man dieses Problem zumeist lösen, indem man sich nach vorne beugt, dennoch bleibt es störend. Dafür gibt es einen negativen Punkt. Ob die Weiten des Alls oder das Gedränge in einer riesigen Raumstation. Elite fällt Beträchtliches auf, um den Spieler eine glaubhafte Version einer möglichen Zukunft zu präsentieren. Mehrere Milliarden Sternensysteme warten darauf, von Spielern erkundet zu werden. Ein komplexes, miteinander verzahntes Handelssystem simuliert eine galaxieweite Wirtschaft. Neben all den Hintergründen, welche ein stichhaltiges Grundgerüst bilden, sorgt vor allem die Cockpit-Ansicht des eigenen Raumschiffs für eine perfekte Immersion. Vor allem, wenn man Elite mit einem Joystick spielt, vergisst man völlig, wo man sich befindet. Die Hände zeigen die gleichen Bewegungen, welche man in Echtzeit vollführt. Menüs erscheinen als Hologramme, wenn der Spieler seinen Kopf bewegt. Aufgrund der halbwegs realistischen Entfernungen kann eine Reise von einem Punkt zum anderen schon mal mehrere Minuten dauern. Dies mag nicht allen gefallen. Der Einsamkeit des Alls stärkt die Immersion jedoch enorm und kann noch mit weiteren Kleinigkeiten wie einer selbstprogrammierten KI mithilfe von Zusatzprogrammen wie Voice Attack verstärkt werden. Wir vergeben 3 Punkte. Da der Spieler die ganze Zeit über in seinem Cockpit sitzt und das Raumschiff sämtliche Bewegungen vollführt, bleibt ein Motion Sickness erspart. Der Positional Tracker erlaubt Spielereien, so dass man Schadensberichte genauer ansehen oder einen Blick in den hinteren Teil des Raumschiffs werfen kann. Hier vergeben wir 2 Punkte. Nur bei Kämpfen verloren wir manchmal die Orientierung, wenn es darum ging, schnelle Saltos zu schlagen oder man allzu übermütig ein Humpty Bump versuchte, um den Gegner zu überraschen. Dafür gibt es einen Punkt Abzug. Im Bereich Optik überzeugt Elite. Die Raumschiffsmodelle sind mit Liebe zum Detail ausgearbeitet. Wenn man in der Oculus auf eine der riesigen Raumstationen zufliegt, fühlt man sich mit einem Mal winzig klein. Vor allem kleine Details wie Funken, sprühende Armaturenbretter, Scheinwerfer oder Rückstände von Treibstoff im Vakuum haben es uns angetan. Der Sound hält sich derzeit im Hintergrund, untermalt die Szene und ist niemals störend. Allerdings hebt er sich auch nicht sonderlich ab. Die Geräuschkulisse ist ebenfalls passend gewählt, ohne aufdringlich zu wirken. Wir geben einen Punkt. Elite Dangerous bietet eine gelungene VR-Erfahrung. Die Mission könnte kaum höher. Die Möglichkeit, ein eigenes Raumschiff zu steuern für jeden, der in den 80ern und 90ern aufgewachsen ist, eine Offenbarung sein. Nur im Bereich Spiel schwächelt Elite leider. So etwas wie Story oder gar eine Handlung sucht man vergebens. Jeder Spieler muss sich seine eigenen Abenteuer suchen, sei es als Händler, Kopfgeldjäger, Pirat oder Forscher. Elite Dangerous bietet also einen VR-Spielplatz, der vor allem von der Vorstellungskraft des Spielers profitiert.